Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zum Daily Ranking. Und da Atlas Reactor gerade nicht funktioniert, dachte ich mir, spiele ich mal was anderes. Und zwar spiele ich eine Runde Blood Bowl 2 mal wieder. Das werde ich wahrscheinlich wieder aufteilen, da das immer so lange dauert. Und ich habe hier ein Necro-Team gemacht. Hab null Geld, von daher kannst du einfach nur bestätigen. Ich kann eh nichts kaufen. Ja. Oh, ich hätte über 110.000 verfügen können. Ich Volltrottel. Das habe ich nicht gesehen hier. Ich habe eine Portokasse bekommen, weil ich weniger Punkte habe. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, bei der Aufnahme mal überhaupt euch zu zeigen, wie das Team momentan zusammengestellt ist. Da haben wir nämlich mal die Spielerliste. Und zwar haben wir hier ganz unten erstmal die einfachen Zombies. Denen habe ich jetzt keinen besonderen Namen irgendwie zugewiesen, weil ich vermute, die werden eh relativ oft dann doch umkommen. Und da ich auch keinen richtigen Namen dafür hatte. Ja, keine richtigen guten Ideen. Dann haben wir hier Markus Slobby. Das ist natürlich nach dem Spiel, also deswegen hat einer auch schon Spielerpunkte. Als Ghoul, wir haben Felix Frankenhausen. Als Verfluchter mit Block und Regeneration. Regeneration haben wir bei mir, glaube ich, fast alle, bis auf die Ghoule. Wodurch sie Verletzungen wieder heilen können mit einer gewissen Chance. Dann haben wir noch Desert Fox, das ist mir im Spiel aufgefallen, dass da ein T fehlt. Aber ebenfalls als Verfluchter, das sind sozusagen unsere Angreifer, so ein bisschen. Dann haben wir Frank Fury als Werwolf. Dann haben wir noch Guppy als zweiten Ghoul. Und Thomas Deadnok als Fleischgolem, liebevoll Tom genannt. Und dann haben wir noch Dark Noah als Werwolf. Das ist sozusagen nochmal ich, oder mein zweiter Ego. Der spielt halt mit. Der hoffen wir, dass der eine Weile überlebt. Also, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Match. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen was mitnehmen sollen. Das war irgendwie nicht so zu erkennen, so einfach. Das habe ich übersehen. Wir spielen also gegen ein besseres Team, ohne das auszugleichen in der Portokasse. Na gut, mal sehen. Welcome back, Sportsman. Ich darf mir aussuchen. Mach ich erstmal empfangen. So, was bedeutet, er darf jetzt seine Verteidigung aufbauen. Ich spiele gegen Dwarfs, das heißt, die wollen sich eigentlich ziemlich stark prügeln. Ich habe hier einen von meinen Großen dabei. Die beiden sind, glaube ich, ganz okay, weil die gute Rüstung haben. Sonst habe ich, glaube ich, keine großartigen Fähigkeiten bisher. Ach doch, die haben Blocken. Von daher die Großen und der in der Mitte. Der Rest muss laufen, Schrägstrich verteidigen. Die Läufer verteidigen. Ja, was hat der hier? Block, Block, Block. Die haben alle Block? Der hat ja schon ein komplettes Team mit Block voll. Na geil. Bis auf seine Läufer. Ja, das wird ja witzig. Okay, und der will auf jeden Fall nicht, dass ich durchbreche bei ihm. Das wird auch gar nicht so einfach. Block. Der hat keinen Block. Der hat Ballgefühl und ist robust. Robust sind die, glaube ich, Anna. Nachdem er das alles aufgestellt hat, also ich sehe, wie er es aufstellt, darf ich aufstellen, netterweise. So. Ich weiß nicht, ich brauche dich, glaube ich, erstmal nicht hier. Die haben eine Stärke von 3, der eine Stärke von 4. So, jetzt habe ich den getauscht. Im Zweifel will ich den hier hin haben. Dich will ich hier hin haben. Und dich eigentlich hier hin. Ich denke, ich kann es ganz gut nämlich mit denen aufnehmen, auch wenn ich noch keinen Block habe. Dich will ich ein bisschen weiter hinten haben. Dich. Hier. Euch will ich ein bisschen hier drüben haben zum Blocken, dass sie nicht so gut ranlaufen können. Ja, die können eh nicht so weit laufen. Glaube ich. Und du stellst dich mal zusammen mit den beiden. Wobei, vielleicht kannst du auch hier hinstellen. Damit die hier nicht durchkommen. Demnach teile ich euch ein bisschen auf, da und dahin. Hallo? Dass ich ganz gut an die Sachen rankomme. Einstellung bestätigen.
Der Gegner trifft seine Wahl, wo er den Ball jetzt hinkicken will. Tja, ich habe gerade eine Verteidigung bekommt. Kurz im Gegner bereits im englischen Gegner den falschen Fuß. Okay. Sprich, er darf jetzt noch ein bisschen. Alle, die nicht in der Tackle Zone stehen, darf er noch bewegen. Das ist fies. Da hat er gerade was ganz Gutes bekommen. Eigentlich wollte ich gerade Atlas Reactor aufnehmen, allerdings war ich in irgendwie, ich glaube, über 12 Minuten in der Queue-Time für ein Ranking-Spiel und habe mir dann gedacht, dann halt eben nicht. Was macht denn Robust nochmal? Gelähmt anstelle von K.O., okay. Der will auf jeden Fall, wie es aussieht, meinen Werwolf rausbringen. Das ist nicht nett. Boah, und er erwischt auch das Richtige. Ja, er kickt ihn zur Seite. War zu erwarten. Er kann auch laufen. Das sind Go-Foils, da muss er würfeln. Überall, wo die Würfeldinger drauf sind. Ob er dahin gehen kann. Der Ball landet echt dort. Und er kann sich direkt dann drunter stellen. Oh, das ist fies. Da bin ich doch nicht im Angriff, sondern bin ich doch eindeutig in der Verteidigung, wenn er jetzt den Ball direkt kriegt. Ich hoffe, er kann ihn nicht fangen. Das wäre sonst. Zählt er schon? Zählt er schon als gefangen? Ich glaube noch nicht. Warum steht alles da drüben auf, wenn dort der Ball ist? Da fehlt mir noch irgendwie was. Was hat denn der hier? Unerschrocken. Aha. Rasend, okay. Rasend weiß ich. 33% fangen. Ja, zum Glück ist er daran zumindest richtig kacke. Touchback. Ah, weil er auf seiner Seite gelandet ist. Jetzt kann ich aussuchen, wo er hin soll. In Zweifel möchte ich es gerne eigentlich auf den bekommen. Weil er ins Ausbekommen ist, brauche ich jetzt den Ball nicht aufheben. Was eigentlich ganz angenehm ist. So. Jetzt in Zweifel. Kann ich mit dem irgendwas machen? Da habe ich zwei Würfe auf jeden Fall. Erstmal will ich meinen Läufer aber bewegen. So, ich will den jetzt in Sicherheit bringen. Nicht direkt neben den stellen, weil das ist Quatsch. So. Da kriegt er einen Assist. Der hat nur einen Wurf. Ich stelle. Wie weit kommst du denn? Du gehst dann erstmal hier rüber auf jeden Fall. So, dann stelle ich dich hier hin. Und du kommst hier hin. Dann kann ich schon fast einen Käfig aufbauen. Habe ich zumindest einen ganz guten Schutz für meinen. Das ist eigentlich ein Ghoul, genau, für Guppy. So, dann fangen wir an mit Kämpfen. Ja, halt blocken, ne? Muss ich jetzt schon rerollen. Will ich folgen oder bleiben? Ich folge, glaube ich, mal. Hier habe ich immer nur einfache Kicks. Bin ich nicht so ein Fan. Hier habe ich Blocken drauf. Da würde ich, glaube ich, eher den versuchen. Ja, sehr gut. Wenn ich hier was weiterlaufe, ich will bleiben. Ja, doch, ich habe jetzt zwei Würfel, dann versuche ich den erstmal. Folgen. Hier kriege ich nur einen Würfel, dann habe ich hier zwei. Oh, bitter. Doppel Skulls. Schade. Ich habe zumindest ein paar erstmal gedownt, das heißt, die können nicht so weit laufen, also noch weniger als sonst. Und sie bräuchten einen Blitz, um anzugreifen.
Es kann aber sein, dass er die jetzt sozusagen einfach aufhebt und sonst nichts tut mit denen. In der Theorie habe ich den jetzt hier frei. Der kann sich also frei bewegen. Oh, und der wird jetzt angegriffen von ziemlich vielen. Okay. Er kriegt den Standfest. Da kommt es nicht durch. Also jetzt, hier kann man nicht durchlaufen. Das finde ich sehr angenehm. Ich will mich da nicht durchlassen. Jetzt hat ja. Logisch, was er da nimmt. Er schiebt ihn zur Seite weg und bleibt stehen, okay. Bin mir sicher, ob ich die richtige Taktik gegen Zwerge fahre. Aber wenn er hier nichts verschiebt, müsste ich versuchen, hier durchzulaufen, in der Theorie. Okay, dort wird er noch einen Assist kriegen, um meinen Zombie wegzuballern. Das ist fies. Und folgt er? Ja, weil er einen Assist auf den Werwolf kriegen will. Okay. Jetzt hat er hier. Ja, wegschieben, aber er hat rasend. Er hat nicht rasend, er hat nur Blocken und Robust. Der Wert hier ab, die überlappen sich hier die Abwehrpunkte. Wenn er zu tief in meiner Hälfte kommt, könnte ich theoretisch an ihm vorbeilaufen, weil er nicht mehr alles schützen kann. Hä? Hey, 30% zum Ball gehen? Das ist irgendwie eine falsche Anzeige, der Ball ist da. Die Anzeige ist Quatsch. Also er kann nicht zum Ball, zumindest nicht, wenn er dahin läuft, kann er nicht zum Ball gehen. Das war irgendwie ein Bug, glaube ich. Mein Gegner spielt. Ich habe es übrigens auch auf Twitter gepostet, das mit Atlas Reactor, ein kleines Bild. Das ist einfach ein bisschen arg schade. Okay, er vernachlässigt seinen Schutz hinten nicht. So, und er hat ihn noch zum An... Hat er? Kann er noch angreifen? Nee, kann er nicht. So. Jetzt lasse ich dich auf jeden Fall mal aufstehen. Dann lasse ich dich aufstehen. Und dich aufstehen. So, dann können wir zumindest nicht so einfach... nicht so einfach spielen. Dann stehst du auf. Hier habe ich nur einen Würfel. Is how it brings everyone together in a common joy of death. You have orcs, dwarfs, so, kann ich da hingehen? Und hier habe ich dann zwei Würfel. Problem ist, jetzt habe ich nur noch einen Würfel. Das war knapp. Das war knapp. Das wäre fast nach hinten losgegangen. Hier wäre es nur ein Würfel gegen die. Ich habe sogar noch richtig schlechte Würfelkarten. Da muss ich, glaube ich, mal hier hin. Um den hier durchzubringen. Ich habe Blocken, dann kann ich das nehmen. Nee, ich will nicht passen. Nein, ich will nicht passen, danke. Oh, will ich jetzt... Puh. Im Zweifel will ich dort mich hinstellen und dort unterstützen, damit die weniger durchkommen. Ich denke, so ist eine ganz gute Aufstellung für mich. Ich denke, Zwerge können nicht so weit laufen, um außen rum zu laufen und da an meinen Ballträger ranzukommen. Nein, du kriegst den nicht durch. Fällt mir gerade ein, irgendwo konnte man sich doch auch die Würfelergebnisse anzeigen lassen.
Maus, Bloodbow, Bloodbow, Steuerungsmodus, Touchdown. Alle speichern. Ich darf mir aussuchen, wohin? Nee, er darf sich aussuchen, wohin. Aber wegschieben, okay. Das ist nicht so schlimm. Dass der hier dran steht, ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Den habe ich gerade benutzt, um mich zu assisten, um eine Stärke dazu zu bekommen. Aber es war, glaube ich, keine gute Idee. Aber er hat Blocken, da ist das für ihn nicht schlimm. Er lässt den aufstehen, okay. Oh, in 83%igen Go fällt es nicht zum Ball gehen, sondern es ist Rennen, Sprinten. Und er will meinen. Sehr schön, er ist. Zum Ball gehen hat er falsch gehört. Hier unten sehe ich es gerade. Und er kann mich wegschieben. Ja, oh, ja, und er hat rasend. Aber ich glaube, er muss mich dann hier hinschieben. So wie momentan ist. Genau, er kann mich nicht ins Ausschieben. Das ist für nämlich ganz bitter. No, er hat meinen Dark Nova K.O. gehauen. Nicht gut. Damit habe ich schon einen Werwolf weniger auf dem Feld. Das ist gar nicht gut. Ich könnte jetzt versuchen, sie zu dezimieren, weil er hier auch am Rand steht. Er würde mir sogar ein Wegschieben reichen, theoretisch. Ah, macht er? Er würfelt. Das ist ein Wegschieben einfach nur. Okay. Followt er? Wenn er mich wegschiebt? Wenn nicht, wäre das echt angenehm. Ja, er followt. Ja, gut. Oh, ist wieder nur ein Wegschieben. Sehr gut. Macht sich aber jetzt eine Lücke auf. Gefällt mir gar nicht. Ich muss den hier loswerden, damit ich mit meinen Runnern laufen kann. Haben die sogar, die haben keine Geschicklichkeit, die haben nur Geschicklichkeit 3. Das ist leider ziemlich niedrig. Da wird es schwierig, zwischen denen durchzukommen. Vor allem, da er hier ganz gut deckt. Ja, ich habe Blocken, das ist nicht so schlimm. Aber er hat keinen Blocken. Ha! Sehr schön. Das ist natürlich sehr angenehm. So. Ich habe hier Blocken, das sollte relativ sicher sein. Sehr gut. Folgen. Das war irgendwie nicht so spektakulär, wie ich mir erhofft hatte. So. Aufstehen. Aufstehen, den kann ich nicht bewegen, der steht da drin voll. Ich könnte den blitzen. Die sind zu stark. Beide. Dann versuche ich doch mal den hier zu blitzen, dass ich ihn dahin schieben kann. Und dann stehen bleibe. Ach nee, da ich aber rasend kann ich stehen bleiben. Verdammt. Aber ich kann weiterlaufen. Weil ich ja Blitz benutzt habe. Das bedeutet. Halt, ich will nicht zu weit. Wenn man die könnten momentan hier freilaufen, das will ich nicht. Also muss ich nach unten schützen. So. Und dann nehme ich den. Und renne hier hin. Okay, das ist vielleicht ein bisschen viel Kamera. So. Du kannst noch hier hinlaufen. Und du läufst mal hier hin, einfach nur um da, dass man nicht direkt ranlaufen kann, zu schützen. That's a solid formation. I want to see the opposing team have a go at the ball now. Oh, hier habe ich zwei. Dann nehme ich, glaube ich, lieber den zwei auf, wenn der eine Blocken hat.
bleiben. Bam. Einmal kurz, muss nochmal kurz Einstellungen alle Rüstungsbrecher speichern. So, jetzt kann ich mit dem hier auch noch mich bewegen. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel... Wie weit komme ich denn mit dem hier außen? Ne, mit dem hier hin. Hier hin. Ja, ich glaube, da will ich hin. Das darf er dann selber machen. Zug beenden. Ich bin in einer ganz guten Position. Ich bin jetzt eigentlich hinter seinen Linien. Mit hier einem Schutz davor. Die kommen nicht so einfach ran. Das läuft eigentlich ganz okay. So. Okay, er attackt erstmal meinen Werwolf. Der andere Werwolf ist leider K.O. gegangen, weil ich kann da keine Star-Spieler-Punkte, ich muss mal aufpassen, dass ich das richtig ausspreche, sammeln. Das ist ein bisschen schade. Benutzt wieder den Mitblocken diesmal. Aber jetzt hat er einen Nachteil durch das Rasen. Ach ne, hat er nicht. Okay, attackt mein Ballführer. Ist natürlich doof. Wie viel Stärke hat er? 3. Er hat auch 3. Das bedeutet, ich hätte momentan 2 Würfel gegen ihn, wenn keiner sich daneben stellt, um ihn zu decken weiterhin. Okay, der verhindert die Unterstützung von ihm auf ihn. Dadurch kann die sich wieder ganz normal prügeln, sozusagen. Aber er muss den noch aufstehen lassen, damit es, glaube ich, wieder normal ist. Das Untoten-Team ist halt ein ganz gutes Team zum Prügeln. Da ich relativ hohe Rüstungswerte habe, also die können schwer verletzt werden. Also Rüstungswert 8 ist, glaube ich, so ist überdurchschnittlich. Na, die haben doch beide blocken. Willst du jetzt rerollen, nur dann nichts passiert? Er hat echt gererollt. Ja, krass. Er will unbedingt wohl den Typ wieder loswerden, meinen. Okay. Hier unten sieht man das alles, ne? Die entsprechenden. Hier, man muss eine 9 oder höher würfeln mit 2 Würfeln. Er hat eine 6 vorhin gewürfelt. Bei meinem Desert Fox Rüstungswert. Das hier ist Desert Fox. So, was macht er weiterhin? Mit denen in der Mitte hier kann er noch laufen. Dann muss er erstmal den Zombie noch angreifen. Oder versucht auszuweichen. Ich würde einfach den Zombie angreifen. Der ist ja nun nicht so ein großer Gegner. Der hat eine Stärke von 3, ne? Also, hast du 2 Würfel dagegen. Der ist doch nur einfach aufgestanden. Achso, er müsste mit ihm den Zombie angreifen oder ausweichen. Und da ist seine Runde vorbei. Hat einfach nichts mehr gemacht. So. Der hier. Können wir noch ein bisschen Unterstützung geben? Moment, bevor ich das tue, aufstehen. Weil ich will ja eigentlich alle aufgestanden haben, die ich habe. Sehr schön. Oh, ein Rüstungsbrecher. Sehr gut. Jetzt kann ich mit ihm erstmal so weit laufen, wie ich kann. Oh, ich bin doof. Ich hätte mit ihm auch noch weiterlaufen können, weil er hat ja einen Blitz gemacht. So, dann laufen wir noch dahin. Jetzt kann ich hier mal wieder ein bisschen aufräumen. Blocken habe ich nicht, dann schiebe ich weg. Bleiben. Dann habe ich nämlich hier 2 Würfel. Na, ich habe keinen Blocken. Und er hat Blocken. Na, was soll's? Was soll's? Der eine da hinten draußen, da brauche ich nicht rerollen. Das ist nicht so ein wichtiger Wurf.
Und ich habe pro Halbzeit nur zwei, auch wenn die Halbzeit halb durch ist, aber den möchte ich mir für einen ganz schlimmen Notfall aufbewahren. Okay, er haut meinen Zombie um. Übrigens, die Zombies haben noch Regenerationsfähigkeit. Das heißt, wenn die verletzt werden, gibt es einen Würfelwurf, ob die die Verletzung von alleine wieder heilen. Was natürlich ganz schön angenehm wäre. Und der macht jetzt zwei Sprintpunkte. Und er hat es wirklich geschafft. Krass. Er hat allerdings nicht meinen Ballführer getaggt, sondern den anderen. Die laufen relativ weit, die Zwerge. Meiner hat Blocken. Da wirst du wahrscheinlich rerollen. Dann sind dann rerollt allerdings komplett durch. Oder wir blocken halt einfach beide. Tja. Komm schon, was machst du als nächstes? Hast du noch eine Idee, was du mit deinen Zwergen machst? Gegen ein komplett neues Mikroteam. Wegschieben, okay. Ah, der ist wieder rasend, ne? Der Trollschlechter. Und der meiner hat immer noch Blocken. Kannst du nochmal wegschieben. Aber der blockt halt einfach gegenseitig. Der hält zwei Leute ganz gut auf Trab. Jetzt kann der aber laufen. Ja, und der blitzt jetzt den. Okay, das ist kacke. Das ist kacke. Der wird auch followen und dann hat er den getaggt. Unter Umständen muss ich dann mal das Ausweichen versuchen. Tackle. Was ist denn Tackle? Kann weder ausweichen einsetzen noch ausweichen benutzen. Okay. Der will jetzt gegen meinen Frank Fury. Will er nicht. Ach so, er macht erstmal den. Okay. Dann hat er mal umgehauen. Oh, ein Rüstungsbruch. Oh, er haut ihn einfach K.O. Den Felix Frankenhaus hat er K.O. gehauen. Ich muss dann, glaube ich, doch mal den Touchdown machen und der Hoffnung, dass ein paar von meinen Spielern zurückkommen. Er hat gerade ganz gute Würfe. So, was das angeht. Ihn wegschieben. Ist natürlich angenehm. Das hilft mir sogar gerade. Dann kann ich ihn mit Umständen befreien. Und er könnte mit einem Sprint zu ihm kommen. Aber der ist mir gar nicht wichtig. Ich müsste zum anderen kommen. Da wird ein Zombie umgenockt. Ah, gelähmt. Das heißt nur, er liegt anstatt einer Runde zwei Runden offen. Also ich kann jetzt noch nicht wieder aufstehen lassen. Aufstehen. Ja, ist natürlich bitter. Aufstehen. Pff. Den habe ich gerade aufstehen lassen, deswegen geht das nicht. Aufstehen. Jetzt könnte ich hier. Jetzt könnte ich ausweichen und ihn dann noch versuchen auszunocken. Oder ich versuche nur auszuweichen. Das ist, glaube ich, die bessere Variante. Jawohl. Hat funktioniert. Sehr gut. Das war die sichere Variante. Guppi hat einen Touchdown gemacht, meinen ersten. Sehr schön. So. Kann ich es wegdrücken? Ja. So, mein Werwolf kommt wieder. Nice. So, jetzt muss ich meine Verteidigung aufbauen. Aber der andere ist halt noch ausgenockt. Hm.
Meine Ghouls nützen mir leider im Angriff oder in der Verteidigung sehr wenig bis gar nichts. Ich habe hier die Seite auf jeden Fall die schwächere. Würde ich behaupten. Es könnte sein, dass er jetzt einfach in der Mitte versucht durchzubrechen mit seinen Zwergen. Wobei das, denke ich, immer noch gegen mich schwierig ist, gerade weil den kann man nicht bewegen. Den kannst du also auch nicht einfach wegschieben. Der hat hier dieses Standfest. Und es gibt diese Runde noch 4 Runden. Also, nee, 3. Er hat aber noch 4, mit denen er was machen kann. Er macht relativ viel von der Taktik einfach in der Mitte drauf. That would be blood. Without the blood, it's just water. You can see that. I can't? Let's go then. Okay. Blocken, blocken. Wo sind seine Leute, die nicht blocken haben? Da ist einer. Und da ist der andere. Der hat er wieder auf die Außenlinie gesetzt. Das ist bitter. Dadurch hat er auf jeden Fall den Vorteil im direkten Kampf. Dass er die ja noch angesetzt hat. Ich will eigentlich ein bisschen weiter nach hinten schießen. Aber ich will eigentlich nicht, dass es rausfliegt. Perfekte Verteidigung. Das Spiel neu zu organisieren. Okay. Ich kann neu organisieren. Das ist gut. Ja, beziehungsweise will ich eigentlich hier hin haben. Das will ich gar nicht in die Mitte haben. Und dich hier hin. Ja, ich denke, so ist es gut. So, was macht er? Ja, er kriegt trotzdem Unterstützung. Das ist unerschrocken. Okay. Okay, das ist natürlich krass. Warte mal, jetzt muss ich der Stärke ist also selbst, würfeln mit MW6 und addiere das Ergebnis zu seiner Stärke. Das, wenn ich nur eins höher bin, ist das natürlich, ne, krass. Da hat er fast immer die gleiche Stärke wie mein Stärkerer. Ah, sehr gut. Er hat, glaube ich, keinen Reroll mehr. Oh, doch, er hat noch einen Reroll. Verdammt, aber das ist jetzt der letzte. Und er fällt nochmal hin. Sehr gut, perfekt. Ah, Zwerge sind halt nicht gut im Sprinten. Dann könnt ihr euch auch chatten, aber das mache ich jetzt mal nicht. Gegen den könnte ich antreten. Mit einem Blitz. Gegen den nicht. Oh, wie geht es bitte? Gegen den ist ebenfalls ziemlich bitter. Ich glaube, ich blitze erstmal den raus. Ich blitze meinen Thomas. Bleiben. So, komme ich mit meinem Werwolf da rein. Dann habe ich hier 2. Und er hat Blocken. Sehr gut. Bleiben. Ach, fuck. Hm.
So. Das geht. Oh, bitter. Bitter. Hab ich. Das ist scheiße. Ich wollte sonst noch so durchrennen, um in der Nähe vom Ball zu kommen. Das wäre wahrscheinlich sogar bessere Variante gewesen. Als auf den zu gehen, der blocken hat. Oder ich hätte hier welche ausschalten müssen, während der halt liegt. Ich hoffe, mein Werwolf wird nicht wieder rausgekickt. Was macht eigentlich Clown nochmal? Ah, ich brauche keinen 9 oder höher Rüstungswert, sondern 8 oder höher. Das bricht schon eine Rüstung. Momentan will ich eigentlich nur auf Zeit spielen. Also eigentlich nur seine Zeit sozusagen vergeuden mit dem Verteidigung der Linie. Das reicht mir ja schon vollkommen aus. Ja, er würde ihn jetzt wegkicken, logisch. Und dann wird der andere wahrscheinlich versuchen, den Ball aufzunehmen, weil der andere hat Ballgefühl hier. Tom, der Verstorbene, ist K.O. Die Zombies sind gar nicht benannt, fällt mir gerade ein. Der heißt einfach Tom, der Verstorbene. Ich habe nur alle benannt, die nicht einfache Zombies sind. Es sind ganz schön viele Down an der Linie gerade von mir. Wo schiebt er hin? In die Leute rein, da kann er mich noch mal hauen. Mit allen, ja. Hat er nämlich auch nicht Unterstützung. Also zumindest die beiden können ihn der müsste nur unterstützen dürfen. Aber es reicht zum Wegschieben zumindest. Blocken kann er. Können wir beide blocken. Der blockt echt gut. Hier, Desert Fox. Oh, ich sehe gerade, das ist nur ein Desert Fox. Das ist nur ein Desert Fox. Er blockt trotzdem gut. Das ist wieder ein Sprint. Ich glaube, er mag nicht mehr sprinten. In Englisch heißt das übrigens Go for it. Deswegen wird es immer mit GFI, also GFI abgekürzt. In Both Down ist für ihn okay, weil er einen Block hat. Und der ist auch noch gelähmt. Das ist natürlich kacke. 77% Ball aufheben. Hat sogar funktioniert diesmal. Das ist fies. Er hat noch 2 Züge, um durchzulaufen. Das schafft er, wenn er durchlaufen kann. Und die hier haben dummerweise eine Stärke von 3. Der hat eine Stärke von 3. Okay. Das geht halt gar nicht. Du wirst erstmal nur aufstehen. Ich könnte versuchen, hier einen wegzunocken. Der hat Blocken. Der hat Blocken. Die haben alle Blocken. Den Trollslayer will ich wahrscheinlich eher weniger. Dich würde ich jetzt mal dahin schicken. Einfach nur, dass du den Ballläufer nicht so durchlaufen lässt. Wenn ich mit dem ausweichen wollen würde, ja, das kostet mich zu viel. Aufstehen einfach nur. Nein, nicht den Trollslayer, sondern ihn. Oh Mann! Ach, die haben halt alle Blocken und dann ist wieder down. Ich hätte einfach nur aufstehen lassen sollen, dass er sich um den kümmern muss. Ach, verdammte Kacke. So, Zug 7. Nächste, diesen Zug und dann hat er noch einen. Ich habe das gerade hoffentlich ein bisschen verlangsamt. Hoffentlich. Indem ich ihn dort getaggt habe, ist er nur ein Ghoul. Der hat eine Rüstung von 7, was unterdurchschnittlich ist und dadurch scheinbar verletzt wird. Aber ich kann es nur versuchen. Ah, bitte nicht, stirb nicht oder sowas. Bitte. Ah. Oh nein, ein Rüstungsbrecher. Oh, und verletzt ist er auch noch. Na geil. Aber keinen langfristigen Auswirkungen, wenigstens das. Ich habe nämlich noch keinen Sanitäter. Und da gab es gerade sozusagen Erfahrungspunkte. Star-Spieler-Punkte. Star-Player-Points im Englischen. Viel besser auszusprechen. Für ihn.
Und der wird jetzt hier einen Käfig aufbauen. Der wird, wird wahrscheinlich den noch knocken und dann sich neben den stellen. Das ist nicht gut. Oh, er wird sogar noch... Oh, wenn er hinfällt, fliegt natürlich ein Ball. Das finde ich gut. Und rerollen kann er nicht mehr. Das ist ein Turnover. Und ich könnte theoretisch an den Ball kommen. In meinem letzten Zug. Ich habe hier keinen Assist. Ich könnte halt ernsthaft mit dem Spiel, wie Hornswurf durch, falls er nicht gelingen soll, aus einer Tackle, sondern es geht noch ein Spiel aus auszuweichen. Das hört sich doch gut an. Ich kann halt nicht, weil da alles unterstützt wird. Puh. Wie gehe ich das jetzt an? Was mache ich zuerst? 50% ausweichen ist Bullshit. Und der wird halt unterstützt. Aufstehen erstmal. Du stehst immer auf. Habe ich Einwürfe dagegen. Immer noch Einwürfe. ...67% ausweichen. Ich glaube, im Zweifel will ich erstmal ihn ausweichen lassen, weil er die Ausweichenfähigkeit hat. Und versuch das mal. Sehr gut. Sehr gut. So. Jetzt würde ich versuchen, mit ihm noch auszuweichen. Und mich auch noch neben ihn zu stellen. Sehr gut. So, jetzt kann ich irgendwie noch ein bisschen rumblocken, wenn ich Lust habe. Da, den zum Beispiel. So viel dazu. Und da gibt es das Turnover. Oder den Turnover, besser gesagt. So, er sollte aber jetzt nicht in der Lage sein, den Ball zu nehmen und durchzurennen. Mit zwei Spielern daneben von mir. Außer er hat richtig viel Glück mit dem ganzen Block-Sachen. Bitte nicht verletzen. Bitte nicht verletzen. Ist verletzt. Bewegungsweite verliert er. Boah, das ist bitter. Sehr gut. Die Regeneration hat funktioniert. Er ist nicht verletzt. Bei der nächsten Unterbrechung kommt er wieder aufs Feld. Man verliert auch, glaube ich, die Bewegungsreichweite nicht. Und der fällt hin. Damit war das der letzte Zug für ihn. Sehr gut, ich habe die erste Runde gewonnen. Jetzt habe ich natürlich nur so viel Tee getrunken zwischendurch.